Ganz langsam und vorsichtig suchen sie sich den Weg aus der Erde, die ersten Blüten des Jahres. Heute ist meteorologischer Frühlingsanfang. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und die Frühblüher beginnen zu sprießen. Ein Gartenexperte aus Nienburg weiß, durch welche Blumenklassiker es auch zu Hause so richtig Frühling wird. Also auf jeden Fall der Klassiker, die Primel. Das ist so eigentlich der weit verbreiteste die Frühlingsstaude, die man kennt. Und dann auch die Begonien, das sind auch Stauden, die jetzt im Frühjahr gepflanzt werden. Das sind so Klassiker. Frühblüher gelten übrigens als Frühlingsboten. Sie sind die ersten, die nach dem langen Winter wieder blühen. Besonders beliebt bei den Niedersachsen sind auch Bellis und Hornveilchen. Hier haben wir die Myosotis, Vergissmeinnicht auf Deutsch genannt. Und das hier ist auch eine sehr beliebte Frühjahrspflanze für den Balkon, für den Kübel vor der Terrasse. Die bekanntesten aller Frühblüher sind wohl die Zwiebelblumen, Tulpen, Hyazinthen, Narzissen. Hier ist die Besonderheit halt, wenn man sie lange stehen lässt und sie wirklich im Garten pflanzt und sie dann eintrocknen lässt, dass sie im nächsten Jahr wieder neu erstrahlen und genügend Blüten bilden. Eins haben alle Frühblüher gemein. Sie vertragen Temperaturen nur bis etwa 0 Grad Celsius. Besonderer Frühblühertrend in diesem Jahr ist übrigens keine Farbe, sondern Pflanzkombinationen. Und das macht auch bei den Hobbygärtnern Lust auf mehr. Wenn man hier schon reinkommt, dieser Duft denn auch. Die ersten Sonnenstrahlen müssen genutzt werden. Der Garten möchte wieder Farbe haben. Ich könnte ganz vieles kaufen. Ja, und den Garten schön frühlingshaft gestalten. Rasen mähen, das Staudenbeet aufräumen, die Pflanzen düngen. Und aufgepasst im Garten, hier gelten besondere Regeln. Also jetzt müssen zum Beispiel auch die Gräser geschnitten werden. Die sind ja jetzt meistens braun geworden. Also die, die nicht immer grün sind. Und dann schneidet man die so ähnlich wie diese hier halt zurück. Außerdem kann man jetzt schon in die Rosen gehen, die ihr hinter mir seht. Die werden auch immer dann geschnitten, wenn die Forsythie blüht. Ganz einfacher Tipp. Zwar war der Februar der wärmste aller Zeiten, aber wir haben gerade mal den 1. März. Keine Garantie also, dass wir die frostigen Nächte tatsächlich schon hinter uns lassen dürfen. Also wenn man jetzt natürlich Pflanzen hat, die schon getrieben sind sehr stark, also zum Beispiel auch die Rosen, wenn die schon sehr weit ausgetrieben sind und wir kriegen noch mal richtig Frost, dann einfach einpacken. Altes Bettlaken. Daran wollen wir erst gar nicht denken. Schließlich erhoffen wir uns doch alle vom Frühlingsanfang ein bisschen mehr als nur einen bunten Garten.